Flohmarkt. Nehmen Sie kurz zu mir. Ja, genau. Ich habe 3 Spiele und den Kopfhörer hier. Ich hoffe, der funktioniert. Die gehen bei mir der Reihe nach kaputt. Oh, klar. Ja. 10 zusammen, das wäre, glaube ich, cool. Ja, super. Das ist ja nett. Ja, machen wir so. Das war's vom Flohmarkt. Wie das schon anfing. Die ersten Kumpels kamen mir schon entgegen und sagten, oh Klaus, du hast heute Morgen Materialschlacht verpasst. Super Nintendo, Gamecube, PlayStation 3, stapelweise weggegangen. Und ich war eine halbe Stunde zu spät. Ah, wie das so ist, ne? Naja, auf jeden Fall bin ich durch die Reihen gelaufen, bin am ersten Stand gewesen. Ich glaube, die Frau wollte 3-4 Euro pro Titel oder 4-5 hat die gesagt, ob die Titel es wert sind. Ratchet & Clank in dreifache Ausführung. Also hier ist tatsächlich 3-mal das gleiche Spiel drin. Eins davon wird wohl funktionieren. Dann habe ich hier noch mitgenommen Naruto Ultimate Ninja 5. Waren eigentlich Frustkäufe. Sind aber komplett. Sehen auch gut aus. Weil ich gedacht habe, da geht eh nichts mehr. Und das bisschen an Videospielen, Yu-Gi-Oh! Was noch da war, wollte ich mitnehmen. Habe jetzt einen 10er für die 3 bezahlt. Ja. Dann war ich schon auf Muttertag eingestellt, hab gedacht, ich gehe noch ein paar Blumen holen. Und das war's. Ja, Oleander ist auch noch interessant, da oben hier. Ja. Aber ich glaube, ja. Die gefällt mir recht gut. Wie lange blühen die denn? Den ganzen Sommer, bis September. Ehrlich? Anfang Oktober. Ja, ah, das ist schön. Ja, gut. Ja. Gerade, ne? Ja, hätten sie auch vielleicht einen Übertopf, der nicht so teuer ist für mich. Doch einen schönen Übertopf. Ah, ja. Super. Oh, das ist ja teurer wie die Pflanze. Was ist die Pflanze? 13,95. Ja. Aber das passt super. Ja, das passt super. Das wäre doch toll. Ist doch ein Flohmarkt. Machen wir 2 nie zusammen? Das geht nicht, ne? Oder? Das könnt ihr nicht machen, ne? Leider nein. Aber gute Idee. Ja, ich nehme das so, wie es ist. Okay, ja. Gerne. Flohmarkt-Modus. Handle ich hier im Blumenladen. Bin da an einem Stand vorbeigekommen, die hatten da ein Spider-Man Monopoly, Spider-Man Edition liegen. Ja, ich stehe nicht so auf Monopoly, überhaupt nicht. Die Spider-Man Edition, die habe ich letztens mal gesehen bei jemandem, sah ganz cool aus. Die wollten nur 3 Euro haben, dafür wollte ich das nicht liegen lassen. Habe ich es mitgenommen, auch eigentlich Frustkauf, dass ich überhaupt was mitnehmen kann. Hast du keine Preise drauf? Muss ich jetzt für alles fragen? 35, doch, ein paar Preise sind drauf. Achso, alles klar. Ah, okay. Ja, aber halt, musst du kommen sortieren. Nee, die oben, die Rewe, oder? Ja, alle leer. Nein, aber meine. Auch nicht. Ne? Nein. Ich weiß nicht, auch einer verhandelt. Ich hab aber so viele Tüten davon entkommen. Wo kommen jetzt reich an, wo ich nicht. Hier, guck mal rein. Was kostet Ihre Autos? Kostet 15. 15. Mhm. Ecoplastik. 20. Mhm. Ah, danke schön. Bitte. Gehört ja auch was drauf. Ja. Ja.
Dann bin ich an einem Stand angekommen, der hat eine Menge Blu-rays da liegen, Marvel und so weiter. Weiß ich nicht. Iron Man ist sogar noch Steelbook, ne? Ja. Und hier ist sogar noch die für 3D drin. Okay. Ja. Ich hab 3D ist mir nicht so wichtig. Wenn ich, wenn ich die Hälfte nehme, quasi, ich lasse die hier, auch das Steelbook. Okay. Ja. 18, wie hast du jetzt gerechnet? Du hast gesagt, hier wolltest du 3 Euro für haben? Hier sind genau die 3. Ja. Hier sind 2 Filme drin. Ja, okay. Ja? Ja, ja. So, und dann hier sind ja auch nochmal 3. 18. Sollen wir tauschen? Willst du das haben? Nee. Wieso nicht? Sag mal, 15 ist okay. Den 10er würde ich dir geben. Nee, das geht nicht. Hä? Komm, dann mach einen Tausch, dann ist gut. Nee. Willst du nicht? Nee. Ich meine, du willst das haben. Ja, ich fand das cool, aber... Ja komm, gib dir jetzt für. Guck mal, nimm ja bitte mal... Genau. 1, 2. Super, Mann. Ja? Alles klar. Okay. Hey, ja. Mach's gut. Ja, danke dir. Ciao. Ciao, ciao. Bei dem habe ich mir ausgesucht, einmal Thor, Dark Kingdom. Hab mir die Matrix-Trilogie diesmal auf Blu-ray besorgt. Ich habe die leider nur auf DVD, die kann ich jetzt aussortieren. Das ist wunderbar. Voll gut. Und der Hunger Games, die wollte ich unbedingt nochmal gucken. Naja, so habe ich die noch mitgenommen. Und dann war eigentlich mein Flohmarkttag vorbei. Ich bin nochmal umgekehrt, wollte nochmal zum Blumenladen, habe mir dann einen rausgesucht, den ich vorher schon gesehen hatte. Bieg in die Straße ein und ja, ich gebe euch das Video. PC, FIFA. Oh, gut. Ja, sag mir mal was. So, die beiden? Nee, die hier. Ach, für der alle Stapel, zusammen. Ja. Für alle zusammen. Ja. Hier, sag mir mal eine Zahl. Achso, die waren noch dazu. Ja, keine Ahnung, sag mir was. Die wolltest du nicht. Nee, die brauche ich nicht. Beziehungsweise okay. Das schon. So. Die Bass-Sachen möchte ich gerne. Genau, Spider-Man brauche ich nicht. Spider-Man brauchst du so. Nicht. Für das. So. Machen wir 25 für alle? Ja. Wenn ich den rausnehme, machen wir einen 20. Ja, komm. Möchtest du den haben oder kannst du mir den wechseln? Den wechseln ich besser den 20er. Hier, ja. Hier. Ciao. Ciao. Nein. Kommt auf mich zu, war gerade da, als ich wegging und sagte, hast du was bei dem geholt? Und ich so, ja. Und der so, ey, der wollte die Sachen zu Hause holen und mir die zurücklegen. Und ich bin gerade auf dem Weg gewesen, die abzuholen. Na, ich habe gesagt, tut mir leid, Mann, ey, aber das tut mir echt total leid immer, ne? Weil ich meine, er hat sich die zurücklegen lassen, nur wenn der Verkäufer nichts sagt. Ja, gut. Da habe ich dann bei dem Verkäufer einmal Bass Junior RoboJam mitgenommen. Komplett mit Anleitung. Ich habe hier noch gar nicht reingeguckt, weil der Herr einen sauberen Eindruck gemacht hat. Ja, wie man sieht. Also einen sauberen Eindruck insofern, dass er mit seinen Sachen vernünftig umgeht. Bass Junior, RoboJam. Dann habe ich hier noch mitgenommen Need for Speed, Most Wanted. Ja, ich gucke nochmal eben rein. Also Zustände sind super. Wunderbar. Dann gab es noch einmal Bass, das Mega-Quiz. Ich spare mir das jetzt. Da wird sicher auch alles drin sein. Jawohl. Und einmal Bass Junior Jungle Party. Auch komplett. So, und dann kamen wir eigentlich zu den Dingen, die der so gern gehabt hätte, glaube ich. Das war einmal Breath of Fire, der dritte Teil. Leider ist die Hülle ein bisschen gebrochen, seht ihr ja, aber Anleitung ist dabei. CD ist dabei, kam wohl irgendwie mal aus der Videothek.
Aber sieht doch gut aus, muss vielleicht mal ein bisschen sauber gemacht werden. Ansonsten alles super. Breath of Fire 3. Dann gab es bei dem guten Mann noch einmal das Diablo für die PlayStation 1. Anleitung dabei. Ja, bisschen verstaubt, aber die CD ist im sehr guten Zustand. Und einmal Medieval für die PlayStation. Ja, auch sehr guter Zustand und Anleitung. So hat sich mein Flohmarkttag auch noch gelohnt heute. Blumen geholt, Kaffee wird zu Hause getrunken. Ich freue mich. Cooles Video. Leute, haut rein.